Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Tierisch. Ja, wir haben wieder Freitagabend, eine anstrengende Woche ist geschafft. Wir sind heute in der Tierhilfe Obere Roggenmühle unterwegs und neben mir steht die Annette Schaum. Ja, Frau Schaum, wen wollen wir denn heute vorstellen? Heute haben wir den Sancho, den 6-jährigen Sancho und die 4-jährige Luna. Zwei Zwergesel, die von Stuttgart zu uns gekommen sind. Die Leute haben sich die Esel zugelegt als Freunde, als Wandergesellen und ja, es war im Endeffekt doch mit Arbeit und Freizeit nicht zu arrangieren, dass es klappt. Und so kamen jetzt die Esel zu uns. Ja, wir freuen uns sehr, weil wir auch Eselliebhaber sind, weil es ganz besondere Geschöpfe sind und auch ganz tolle. Sie haben es schon angesprochen, besondere Geschöpfe. Man merkt, Sie sind sehr, sehr aufgeweckt. Was kann man denn sonst noch über die beiden erzählen? Man kann sie sicher reiten, man kann mit den Esel auch fahren. Am meisten sind sie aber eigentlich ein Freund der Familie. Das wollen sie auch sein. Sie sind sehr menschenbezogen, sehr anhänglich. Also eigentlich mehr wie ein Pferd oder ein Pony. Und man kann also sehr viel mit ihnen machen. Aber es liegt eigentlich mehr so in der Freizeit, nicht im Sport. Okay, jetzt habe ich gerade gesehen, die haben hinten auf dem Rücken sozusagen so ein Kreuz drauf. Warum haben sie das denn? Wie ist das entstanden? Also warum die dieses Kreuz haben, das weiß eigentlich niemand so genau. Okay. Esel sind schon bekannt, 4000 vor Christi. Man sagt aber, dass die Esel, seitdem Jesus auf dem Esel geritten ist, dass daher seither die das Kreuz haben. Also sie haben schon ein Privileg, ein gewisses, ja. Jetzt kann man die beiden ja nicht mit nach Hause nehmen, man sollte sie aber unbedingt kennenlernen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also wir möchten bei uns in der Roggenmühle versuchen, dass Menschen mit den Eseln einfach spazieren gehen. Okay. Damit man einfach den Kontakt aufnimmt. Man kann die streicheln, dieses Fell ist unheimlich toll. Diese Ohren sind natürlich gigantisch, das stimmt, ja. Die sprechen für sich. Und dass man einfach der Umgang, es geht uns nicht um Sport, sondern einfach der Umgang mit den Tieren. Und von so her wünschen wir uns einfach, dass jemand kommt, mit den Esel spazieren geht, sie einfach gern hat und ja. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen mit dem Spazierengehen. Können wir denn auch eine kleine Runde gehen? Auf jeden Fall. Perfekt. Können wir machen. Ja, wir sind wieder zurück vom Spazierenlaufen. Ich muss sagen, es war sehr, sehr angenehm und entspannend. Falls Sie also am Wochenende noch nichts vorhaben, packen Sie Ihre Kinder ein, kommen Sie hierher. Ich kann es Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen, vor allem bei den angenehmen Temperaturen. Ja, wir wünschen ein schönes Wochenende und sehen uns nächsten Freitag.